Dort hinten, im Museum, im Bürgerhaus, kann man demnächst eine neue, interessante Ausstellung sehen. Die Leiterin, Christine Ramseier, erzählt euch jetzt mehr davon. Die neue Ausstellung im Museum im Bürgerhaus stelle ich Ihnen nicht vorne im Museum vor, sondern da hinten im Tal. Das hat mit dem Thema zu tun. Im Mittelpunkt steht das Wasser ganz lokal, wie hier als Weiher, Lebensraum von Tieren und Pflanzen oder im grossen Zusammenhang im Kreislauf vom Wasser verbunden mit der ganzen Welt. Kostbar, Wasser, Lebenselixier und Alltagsgut, so heisst die neue Ausstellung. Das Leitwort kostbar geht durch die ganze Ausstellung. Etwa wenn es um Trinkwasserversorgung hier im Dorf geht oder um Zusammenhang mit den Wasservorräten in Ländern, wo wir Lebensmittel, Textilien oder andere Güter importieren. Kostbar ist das Wasser auch als Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Als Lebenselixier erscheint das Wasser in der Ausstellung in einer kleinen Bädergeschichte. Wenn man nämlich richtig anschaut, hat es zu Pratteln und in der nächsten Umgebung durch alle Jahrhunderte bis heute alle Arten von Bädern gegeben. In dieser Ausstellung werden sich auch die Kinder wohlfühlen. Sie können mit einem Wasserquiz durch die Ausstellung gehen und im Gewölbkeller Experimente mit Wasser machen, Schiffli falten und im Brunnen schwimmen oder zeichnen. Die Ausstellung geht bis am nächsten Juni. Während dem Jahr, wo die Ausstellung dauert, finden immer wieder Exkursionen an spezielle Orte zum Thema Wasser statt, Vorträge, Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen. Auf die wird man im Prattelblättli, auf Prattelnet oder auf der Homepage von Kultur Pratteln aufmerksam. Die erste Aktion startet bereits am Samstag, am 24. September, am Nachmittag am Schmittibrunnen vor dem Museum. Dann heizen wir den Wäschkessel ein, wie es die Großmutter noch für die grosse Wäsche machen musste. Und dann können alle mit Jeans, Leintüchern und Küchentüchern vorbeikommen, einfach mit ein bisschen robuster Wäsche und sie dann in den Buchenlaugen eindrucken und auf dem Wäschbrett rebeln. Also merken Sie sich, der erste und der dritte Sonntag im Monat, dann ist das Museum offen.